Hallo und guten Abend bei Klartext mit Katja Pehle. Für die einen oder den anderen, der schon ein paar Mal zugeschaut hat, dann weiß jemand schon, dass mit sich selber unterhalten langweilig ist. Und deshalb darf ich hier mich immer mit Kandidierenden der SPD zur Landtagswahl am 6. Juni unterhalten. Und die bringen mir immer interessante Gäste mit. Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Michael Seidel. Michael tritt in Jessen an. Mit den Gebieten Jessen natürlich, Bad Schmiedeberg, Gräfenhainichen, Kemberg und Annaburg. Und Michael, wen hast du uns heute mitgebracht? Ja, schönen guten Abend. Ich habe die Frau Jana Müller mitgebracht. Jana wohnt in Wartenburg, ist verheiratet, hat zwei Kinder. Jana ist seit 15 Jahren Grundschullehrerin in Trebitz. Und seit diesem Schuljahr ist sie auch Schulleiterin. Mehr oder weniger nicht gewollt, aber sie übernimmt eben auch gerne Verantwortung. Und da sie schon mal bei uns in der Stadtratssitzung war und uns ihre Anliegen vorgetragen hat, dachte ich, Jana braucht ein größeres Publikum, um ihre Sorgen und Nöte auch mal äußern zu dürfen. Jana ist aber auch stellvertretende Bürgermeisterin in Wartenburg. Das heißt, sie ist nicht nur Grundschullehrerin mit Herzblut, sondern sie engagiert sich auch so auf kommunaler Ebene, ist auch für die ältere Generation, fühlt sich da ein bisschen zuständig. Sie organisiert Feiern und so weiter. Sie singt sehr gerne, macht viel Musik und das kommt auch gut an bei den ganzen Leuten. Das klingt nach ganz viel Gesprächsstoff. Hallo, Frau Müller. Hallo, Frau Pehle. Guten Tag, guten Abend. Ja, ich freue mich, dass ich bei Ihnen heute eingeladen worden bin oder zu Ihnen kommen durfte, beziehungsweise, dass wir miteinander sprechen könnten. Und heute geht es ja um die gesamte Thematik Bildungspolitik, was natürlich bei mir immer wieder viele Fragen aufwirft. Wie handhabt das die CDU? Wie handhabt es die SPD? Welche Vorstellungen hat die SPD dazu vor allen Dingen heute? Das würde mich sehr interessieren. Und ich will mal kurz vielleicht, bevor ich die erste Frage schon stellen könnte, vielleicht gleich, dass ich mich noch mal ganz kurz also da vorstelle. Also ich habe nach der Wende das Abitur gemacht, habe dann an der Universität Halle-Wittenberg studiert in Köthen, den Bereich Lehramt für Grundschulen und habe mein Referendariat in Nordhausen in Thüringen gemacht. Ja, ich war dann in dem Schuldienst tätig im Sekundarschulbereich und bin dann nach Trebitz gekommen, weil dort die Musiklehrerin in Rente ging und bin mit Leib und Seele Grundschul- und Musiklehrerin. Ich sage immer, ich wusste in der zweiten Klasse, ich werde Lehrer. Dafür lebe ich auch von Herzen und mit Leib und Seele. Tja, irgendwann jetzt vor 3 Jahren ging meine Schulleiterin, eine sehr nette, auch Frau Müller, aber nicht verwandt, in Rente. Und es fehlte der neue Schulleiter. Unsere älteste Kollegin, die Frau Lehmann, hat es damals kommissarisch geleitet und war dann natürlich für uns zuständig. Mit dem Weggang unserer alten Schulleiterin, der Frau Müller, war natürlich das große Problem. Kleine Grundschule, 80 Kinder ungefähr, einzügig, ja, und man gewann keinen neuen Lehrer. Das heißt, wir arbeiten jetzt, es hat sich auch nicht verbessert, die Situation, wir arbeiten jetzt an der Grundschule in Trebitz seit nunmehr 3 Jahren mit 4 Lehrern und 4 Klassen. Der Altersdurchschnitt liegt vielleicht bei 57, 58 Jahre. Unsere nächste Kollegin geht im Sommer in Rente. Eine fehlende Kollegin, ja, wurde nicht ersetzt. Das heißt, wir arbeiten also mit 4 Klassen, ja. Und das Problem ist einfach bei mir ganz massiv an der Schule, dass die Stelle schon ein paar Mal ausgeschrieben wurde. Aber es hat sich kaum jemand beworben, weil, wollen wir uns nichts vormachen, östlicher Teil von Sachsen-Anhalt, Landkreis Wittenberg, sieht die Besetzung sehr schlecht aus, ja. Mein Problem ist aber ganz massiv in Corona-Zeiten Kohortenbildung, ja. Meine PM, die sonst, wenn ein Lehrer krank ist, die Aufsicht übernimmt und auch ganz fleißig mitarbeitet, hat jetzt aber auch eine Operation vor sich gehabt, langfristig geplant. So, und jetzt kommt man früh in die Schule und man hat 80 Kinder und 3 Pädagogen oder 3 Lehrer, die da sind.
Und jetzt ist mein ganz großes Problem, ja, was macht man? Kohorten soll man einhalten, Abstand soll man einhalten. Nichtsdestotrotz 40 Kinder in der Klasse oder aufgeteilt auf die drei Klassen, die noch da sind, ja. Und jetzt ist dieses große, massive Problem wirklich der Lehrereinstellung. Es findet sich niemand. Ich weiß seit dieser Woche, dass ich jemanden kriege für die Kollegin, die im Sommer in Rente geht. Aber auch wieder eine Versetzung. Das heißt, irgendwo anders wird ein Loch gerissen. Und meine Frage ist jetzt an die SPD. Was gedenkt die SPD zu tun, um diese Situation des Lehrermangels zukünftig zu verbessern, Frau Pehle? Frau Müller, wir haben ja über ein ähnliches Problem schon gesprochen, als ich mit der Fraktion vor Ort in Jessen war. So wie Sie jetzt nämlich gerade erzählen, da kriege ich die Synapsen wieder miteinander verbunden. Wir haben uns ja schon einmal drüber unterhalten. Und es bleibt dabei. Leider ist es immer noch so, dass wir in Sachsen-Anhalt Bewerberinnen und Bewerber nicht einstellen. Das, finde ich, ist der erste Punkt. Das ist ein Unding. Menschen, die Lehramt studiert haben und dann auch das zweite Staatsexamen in der Tasche haben, die können wir einstellen. Und ich habe gelegentlich das Gefühl, dass unser Landesverwaltungsamt beziehungsweise das Landesschulamt immer noch so tut, als könnten wir tatsächlich, hätten wir die Chance, noch den Rahmen abzuschöpfen und dann zu sagen, den Rest nehmen wir aber nicht. Ich glaube, wir müssen einstellen, wer da ist und gerne in Sachsen-Anhalt Lehrerin, Lehrer werden möchte. Das ist der erste Punkt. Zweitens, wir werden in den nächsten Jahren, einfach weil zu wenig in den letzten Jahren Lehramt auch studiert haben, werden um Seiten- und Quereinsteiger nicht drumherum kommen. Das bedeutet aber auch für die Schulen eine große Herausforderung, denn die müssen ja ins Team der Schule auch integriert werden. Unsere Antwort darauf ist, wir wollen hier verschiedene Abmilderungstatbestände für die Lehrerinnen und Lehrer wieder einführen, damit diese neuen Kolleginnen und Kollegen begleitet werden können, dass es auch eine Willkommensstruktur gibt und neue Kolleginnen und Kollegen nicht als Belastung empfunden werden. Und eins ist ganz klar, wir müssen tatsächlich auch bei Einstellungen besser und schneller werden. Ich mache immer so mit einem Augenzwinker so einen Vergleich. Ich habe manchmal das Gefühl, bevor ein Bewerber, eine Bewerberin hier Post vom Landesschulamt bekommt, das ist die Stelle, das ist die Schule, auf die du gehen könntest, haben die in Sachsen den Arbeitsvertrag unterschrieben, einen Freundeskreis aufgebaut und auf jeden Fall eine Wohnung gefunden. Wir sind da einfach tatsächlich noch zu langsam. Und ich glaube, da ist noch Luft drin, bei allen Schwierigkeiten um das Finden von Lehrerinnen und Lehrern. Aber wir können da etwas tun. Und Michael, was hältst du eigentlich von der Verbesserung der Rahmenbedingungen für Lehrerinnen und Lehrer? Also zum Beispiel Grundschule, was die Bezahlung angeht. Ja, es kann ja eigentlich nicht sein, dass eine Grundschullehrerin weniger verdient als andere in anderen Schulformen. Da muss eigentlich nachgebessert werden. Ansonsten suchen sich ja alle den lukrativeren Job und sind dann wieder weg. Nutzen das vielleicht dann hier als Sprungbrett sozusagen. Ein, zwei Jahre dann hier und dann geht es schon weiter woanders hin. Ich habe auch manchmal so den Eindruck, dass Ausschreibungen von offenen Lehrerstellen ja nicht bekannt gegeben werden oder so. Weiß ich nicht, ob man denn irgendwo Angst hat, um noch woanders oder größere Löcher zu reißen. Da halten wir das mal alles schön flach und äußern das vielleicht gar nicht erst. Man hört es ja immer nur so von Bekannten und so weiter, wo ist was offen, wo fehlt's. Aber richtig offiziell, man sagt zwar immer Lehrermangel, aber wo es ganz genau hapert, das erzählt uns ja niemand. Und in unserem Wahlprogramm steckt noch eine andere Idee drin. Mit der muss man ein bisschen vorsichtig umgehen, aber ich finde, wir wissen, dass im Osten von Wittenberg das sehr schwierig ist, Lehrerinnen und Lehrer zu finden. Und wir haben deshalb die Idee in unserem Wahlprogramm, in besonderen Gebieten auch mit Zulagen für die neuen Lehrerinnen und Lehrer zu arbeiten. Ich weiß, das ist insofern unfair, weil die Kolleginnen und Kollegen, die da schon seit Jahren Dienst tun und an den Schulen sind, bekommen es nicht. Aber für den Einstieg an diesen Schulen, glaube ich, wäre das ein Instrument, über das wir tatsächlich nachdenken müssen. Wir müssen es schaffen, jungen Menschen nach dem Studium in Halle oder in Magdeburg zu zeigen, dass das Leben auch in Jessen wunderschön ist, dass es da eine tolle Infrastruktur gibt, tolle Schulen, tolle Schulleiterinnen und Schulleiter, so dass sie auch Spaß dran haben und Freude daran haben, auch in diese eher ländlich geprägten Gebiete zu gehen und da ihren Mann, ihre Frau zu stellen. Ist das eine Antwort, Frau Müller? Ja, ich hätte vielleicht auch noch eine Anmerkung dazu. Von Trebitz, von der Grundschule Trebitz, befindet sich Halle
die uns einstellen, die Lehrer einstellen, 100, in 100 Kilometer entfernter Richtung. Ja? So, jetzt stellen Sie sich vor, die Trebitzer Stelle ist ausgeschrieben, viele lesen das, ja, wo ist denn Trebitz? Dann guckt man erstmal. Jetzt bewerben die sich auf die Stelle, in drei Wünsche können sie äußern. Ja? Im 100 Kilometer entfernten Halle entscheidet man jetzt über Personal, was ich bekomme, ja, oder auch nicht bekomme. Das heißt, in jeder Firma ist die Personalgewinnung das A und O, womit man arbeiten muss. Ja, jeder Chef sucht sich mit 2 oder 3 Mitarbeitern wirklich selbst die Leute aus und sagt sich, okay, den nehme ich nicht. Ich sehe von denen, die sich bewerben oder die sich vielleicht bewerben wollen, nicht einen an meinem Tisch sitzen, wo ich sage, da könnte man auch nochmal in eine Richtung gehen. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, ich nehme 3 oder 4 Bewerber, wenn es die gibt, aus der näheren Umgebung, setze mich mit dem Elternrats- oder Schulelternratsvorsitzenden, mit 2, 3 Lehrern und mit meiner Persönlichkeit zusammen. Und wir machen ein Bewerbungsgespräch, wie es sein soll. Passt der überhaupt in unser Team? Aber im 100 Kilometer entfernten Halle ist es sehr, sehr schwierig, dort jemanden zu erreichen. Und ich bekomme dann, hat sich keiner beworben. Das ist eigentlich, nach 3 Jahren ist das total demotivierend und frustrierend. Und ich denke, da könnte man vielleicht auch ansetzen, dass man sagt, hey, ja, hier geht's an die Schulen, jetzt Bewerbung bitte an die Schulen. Ja, das ist für mich. Und ein weiterer Punkt ist noch die Erhöhung auch der Studienplätze. Es gibt Lehrer aus Leidenschaft, aber die vielleicht einen Abi-Durchschnitt von 2,5 haben und mit einem NC damit keine Chance haben, wenn in Halle an der Uni oder in Leipzig 1,7 oder 1,8 für Lehramt an Grundschulen. Ja, vielleicht sollte man auch in Zeiten dieses Lehrermangels überlegen, ob man nicht einen NC-freien Studienplatz anbietet. Denn derjenige, der Lehrer wirklich will, von Herzen, ja, der wird auch mit 3,0 ein super Grundschullehrer. Und dann nützt mir nicht ein 1,2 oder 1,3, dessen letzte Chance vielleicht das Lehramt für Grundschulen ist. Das wäre noch so die Anmerkung, Frau Pehler. Sie haben mit beiden Punkten komplett recht. Der erste Punkt deshalb, weil bis vor 5 Jahren war es so, dass die Schulleiterinnen und Schulleiter mitentscheiden konnten, wer an ihre Schule kommt. Warum das unter Bildungsminister Tullner abgeschafft wurde, weiß ich nicht. Aber das war, glaube ich, eine gute Variante, um auch zu sagen, ihr als Schulleiter, ihr habt Verantwortung, natürlich, für das Team, für die Organisation, also wollen wir euch auch beteiligen. Und ich glaube, die Verantwortung sind Schulleiterinnen und Schulleiter auch bereit zu tragen. Der zweite Punkt bei dem Thema Lehramt, ja, wir haben mit der Hochschule hier in Halle, mit der Universität, eine Zielvereinbarung geschlossen als Land. Darin ist auch das Thema Lehramtsausbildung aufgegriffen. Jetzt ist es nur so, dass das Land natürlich schaut, wie viele Studienplätze muss die Uni vorhalten, soll sie vorhalten, um zum Beispiel genügend Lehrerinnen und Lehrer auszubilden. Und wir haben die Zahl sehr hoch gefahren. Aktuell können in Halle und in Magdeburg in jedem Wintersemester um die 1000 Studierende anfangen. Das ist eine enorm hohe Zahl. Und die Uni guckt dann intern, wie regle ich den Zugang? Also mit anderen Worten, es kann durchaus sein, dass für Grundschule der NC so aussieht. Wenn jemand aber vorhat, Chemie oder Mathematik zu studieren, gehe ich davon aus, den Studienplatz kriegt er auf jeden Fall, weil es da einfach zu wenige Bewerber gibt. Wir müssen ein bisschen schauen, dass wir auch Studierenden offen sagen, an dieser Stelle seid ihr herzlich willkommen, überlegt euch das. Und an dieser müssen wir ein Auswahlkriterium an den Tag legen, einfach damit auch die Universitäten ihre Plätze steuern können. Aber ich verstehe den Punkt zu sagen, eigentlich kommt ein guter Lehrer weniger nach dem Abiturschnitt, sondern was bringt er mit für diesen Beruf? Kann er mit Kindern, mit jungen Menschen umgehen? Hat er Interesse? Im Wesentlichen geht es ja auch um Pädagogik, Didaktik, Methodik. Auch um Fachwissenschaft, aber diese Fähigkeiten, die sollte jemand mitbringen. Und vielleicht finden wir noch eine andere Möglichkeit, Studienbewerberinnen und Bewerber anders vorzubereiten auf das Studienfach. Ich habe bei mir in der Vorbereitung gelesen, deine Tochter hat heute ersten Tag Abiturprüfung geschrieben. Hat sie ein gutes Gefühl nach einem Jahr Corona-Unterricht? Ja, sie hat heute Geschichte geschrieben. Also ich hatte vorhin mal nachgefragt, kam dann so zurück, ja, sieht ganz gut aus. Also sie ist ja auch froh, dass sie jetzt überhaupt schreiben darf und kann durch Corona und die Verordnung dann eben auch vorher immer Schnelltests zu machen. Kann es ja jetzt so ja noch passieren, dass man früh in die Schule kommt, Schnelltest macht und dann wieder nach Hause fährt.
meine Tochter hatte ja das Glück, dass sie eigentlich öfter Präsenzunterricht hatte, war aber auch schon zweimal in Quarantäne. Also das zerrte natürlich auch ein bisschen an den Nerven. Und selbst in Februarferien, wo wir sonst immer in Urlaub gefahren sind, hat sie gesagt, dieses Jahr eigentlich ganz gut, wir hätten ja nicht fahren können, ich weiß ja nicht, wie ich sonst meinen Stock schaffen soll. Das ist ja dann immer noch die andere Geschichte dabei. Also ich drücke deiner Tochter beide Daumen für ein gutes Abitur. Aber die Frage, die sich da für mich immer anschließt, ist, wie kriegen wir das ausgeglichen, was Schülerinnen und Schüler jetzt in einem Jahr Corona-Unterricht quasi logischerweise verpasst haben. Zum Beispiel, Frau Müller, auch an der Grundschule. Die Kinder jetzt in der zweiten Klasse, wie sind die überhaupt in der Schule gestartet unter Corona-Bedingungen? Ich sage mal, eigentlich ganz gut bei uns an der Schule. Wir müssen immer noch dazu sagen, es ist eine dörfliche Idylle, wo wir wohnen, wo wir leben, auch vom, wo die Eltern eigentlich auch gut vernetzt sind. Ja, und wir haben zum Beispiel so gemacht, in Klasse 3, 4 haben wir auch Videokonferenzen gemacht in dieser Zeit. Das ging eigentlich ganz gut. Da waren die Kinder hellauf begeistert. Ich hätte es nicht gedacht, aber mit Hilfe der Eltern, die natürlich auch auf diesen Link dann tippen müssen, ja. Und aber die Schwierigkeit der ersten Klasse war natürlich, in der ersten Klasse so jede Woche ein neuer Buchstabe. Wenn da die Elternhäuser nicht mitziehen, und ich muss immer wieder sagen, das haben die bei uns in Trebitz richtig toll gemacht, ja, dann würde es nicht funktionieren und gehen. Aber ich würde jetzt für unsere Schule sagen, dass jetzt so große Lerndefizite da sind, ist es eigentlich nicht zu verzeichnen. Ja, wir haben danach auch die Lehrerin, die in die zweite Klasse gegangen ist, hat sich zum Beispiel noch 4 Wochen Zeit genommen, weil das Schuljahr jetzt bis 20. Juli rumgeht, und hat den Unterrichtsstoff der ersten Klasse noch nachgeholt, geguckt, wo Defizite sind. Und da wir 3 Jahre Zeit haben, um diese 2 Schuljahre, diese Schuleingangsphase zu erlernen, ist das immer richtig gut eigentlich, ja, dass das dann wirklich die 3 Jahre dafür Zeit sind. Aber ansonsten muss ich sagen, ist ganz gut jetzt auch wieder. Ja, jetzt gehen wir ja in den Wechselunterricht seit heute im Landkreis Wittenberg. Und da sehe ich eigentlich auch nicht so das Problem. Aber muss ich auch sagen, viel, viel mehr sehe ich das vielleicht in Halle oder in größeren Städten, wo man auch weiß, dass man dort vielleicht viele Kinder hat, die man da nicht bekommt, ja. Und ich habe auch ein paar Kinder, die sagen, oh, schön, wieder eine Schule. Und Frau Müller, yeah, und jetzt geht's los. Und man glaubt es nicht, aber die Kinder wollen nicht wieder in diese andere Phase hinein, wo sie nur zu Hause lernen. Das kann ich total gut verstehen. Ich habe halt auch 2 Töchter zu Hause. Die freuen sich nicht jeden Tag auf Schule im Normalbetrieb, aber unter diesen Bedingungen ist das auch so. Ja, Schule. Michael, so aus deinem Umfeld und vielleicht auch aus Gesprächen mit Freunden, Nachbarn, wie wird da denn die Situation der Kinder, der Jugendlichen eingeschätzt? Frau Müller hat jetzt gesagt, so in der Grundschule Trebitz, auch weil sich da alle drum kümmern und weil das ein besonderes Gefüge ist, klappt das. Aber so aus deinem Empfinden und aus den Gesprächen, hast du einen anderen Eindruck? Naja, es ist leider nicht überall so. Ich denke mal auch, dass es jetzt gerade die Schuleinsteiger, die sind da noch richtig Feuer und Flamme, das macht Spaß und sie wollen was lernen. Wenn man denn etwas älter wird und dann vielleicht der Schulalltag so um sich greift, ja, und dann ist es ja noch so, dass ja manchmal dann auch die Voraussetzungen fehlen. Die Digitalisierung ist ja nun mal leider noch nicht so weit fortgeschritten, dass wir jetzt sagen könnten, ja, jeder hat ein digitales Endgerät, hat schönes WLAN zu Hause, kommuniziert super mit dem Lehrer, funktioniert ja leider nicht überall. Ich arbeite ja auch im Kinderheim und dort bekomme ich ja auch mit, wie dann die Gruppen zum Beispiel vormittags ihre Zeiten verbringen. Da sitzt dann eine pädagogische Fachkraft, sage ich mal, mit 5, 6 Kindern manchmal, jeder eine andere Klasse und dann der Tieffahrer, das funktioniert dann leider nicht so. Da ist dann halt der Präsenzunterricht in der Schule dann angebrachter. Wobei bei digitaler Ausstattung, gerade für die Kinder, kann man ja was tun. Der Bund hat Mittel zur Verfügung gestellt, um zum Beispiel digitale Endgeräte anzuschaffen. Und es gibt den Digitalpakt Schule, wo der Bund auch den Ländern hilft,
die Schulen digital auszurüsten, auch anzubinden an Glasfaser und dann auch im Haus WLAN. Wie sieht es denn in Jessen und Umgebung damit aus? Ich weiß jetzt nicht, wer anfangen will, aber ich glaube, die Einschätzung von dir, Michael, auch als Stadtrat und von Frau Müller wäre da vielleicht ganz hilfreich. Wie sieht es denn aus in dem Bereich Jessen? Ich kann jetzt ja gerade über Bad Schmiedeberg reden. Ich glaube, Frau Müller hat das Glück, dass sie, glaube ich, eine 20.000er-Leitung in der Schule anliegen hat. Das Problem ist nur, sie verfügt nicht über die digitalen Endgeräte, dass sie dann auch die Leitung nutzen kann. Zum Beispiel in der Schule in Bretsch, in der Sonderschule, weiß ich, dort liegt das Glasfaserkabel an und soll auch demnächst angeschlossen werden. Also es geht vorwärts. Und dort ist es wieder so, da ist jetzt praktisch die Zuleitung noch der Mangel, aber über digitale Endgeräte verfügt die Schule schon seit Längerem. Müller, also digital alles in Ordnung? Also bei uns digital alles auf dem Weg jetzt sozusagen. Ja, das Problem ist bloß bei uns, wir haben eine alte Schule, die wurde 1908 erbaut. Und wir sind jetzt in der Phase, dass wir eine Innensanierung bekommen. Es ist noch nicht ganz hundertprozentig, da kann vielleicht Herr Seide nochmal dazu sprechen. Ja, da fehlt noch das letztendliche, der Haushaltsabschluss sozusagen. Ja, ich muss immer sagen, wir letztendlich müssen wir auch damit zurechtkommen. Zum Beispiel bei uns in der dritten Klasse, ein Gebäude von 1908. Wir haben eine einzige Steckdose und die hat es den Tag auch noch entschärft. Und dann muss ich wirklich sagen, dann ist es so, dass unsere Englischlehrerin Musik ja hören muss und CD anmacht und damit die Kinder übersetzen können. Und es war nicht eine Steckdose mehr. Ich meine, die wurde sofort repariert. Da brauchen wir bloß in Bad Schmiedeberg anrufen. Aber da denkt man sich auch, okay, ja, Deutschland, eigentlich ein Land, ja, wo man sagt, ja, hier steppt der Bär, ja, aber eine Steckdose in der Grundschule in Klasse 3, okay, aber das ist jetzt auf dem Weg, da freue ich mich auch, dass die letztendliche Unterschrift fehlt noch, ja, aber ich habe schon ganz viel Bambule gemacht und habe mich ganz viel eingesetzt, dass es wird. Aber jetzt lassen wir die anderen entscheiden und hoffen, und dass es vielleicht ab Sommer wirklich losgeht und unsere Schule saniert wird. Aber es hängt noch so ein bisschen an dem Haushalt der Stadt Bad Schmiedeberg. Aber ich bin ganz guter Hoffnung und habe mich da schon sehr viel eingesetzt dafür. Michael, wie sieht's? Kannst du was sagen zur Sanierung der Grundschule in Trebitz? Ja, geplant hatten wir es ja eigentlich schon im letzten Jahr, aber Stadt Bad Schmiedeberg ist ja eigentlich hoch verschuldet, kann kaum Geld ausgeben. Und auch diese Sanierung der Schule ist jetzt eigentlich mehr oder weniger als Brandschutzmaßnahme geplant, weil Brandschutzmaßnahmen sind ja, wie soll ich mich ausdrücken, ja, die Pflicht einer Kommune durchzuführen. Ansonsten freiwillige Aufgaben hätten wir jetzt ja kein Geld dafür. Deshalb ist es wichtig, dass wir zum Beispiel in unserem Wahlprogramm auch die bessere Finanzausstattung der Kommunen aufgenommen haben. Wir wollen die Finanzausgleichssumme, die den Kommunen zuteil wird, anheben. Wir wollen einen wichtigen Punkt klären. Unsere Kommunen müssen ja Abschreibungen geltend machen in ihren Haushalten. Und das bedeutet gleichzeitig Geldverzehr. Und diese Abschreibungen wollen wir quasi über eine höhere FAG-Summe ausgleichen, sodass zum Beispiel Investitionen weiter getätigt werden können. Weil ich gebe zu, ich habe bei vielen Diskussionen schon über Glasfaser an Schulen diskutiert und über WLAN, aber noch nie über Steckdosen. Aber das ist ja wirklich etwas, was man in den Griff kriegen muss. Und ich hoffe, dass wir das vielleicht auch hinkriegen, dass wir tatsächlich unsere Kommunen finanziell besser ausstatten, dass diese Diskussion über die Sanierung von Schulen wirklich ein Ende findet. Weil Schülerinnen und Schüler brauchen ein modernes Lernumfeld, die müssen sich in Schule wohlfühlen und da darf es nicht an der Steckdose liegen, finde ich. So. Aber bei Digitalisierung reden wir ja auch noch über etwas anderes. Frau Müller, jetzt mal, wie gesagt, es wird jetzt gemacht und ich drücke da auch die Daumen, dass das ganz schnell geht, aber wie wird denn zum Beispiel sichergestellt, dass die Tablets oder auch Computer ein Software-Update kriegen? Haben Sie, also gibt es da irgendwie schon eine Vorkehrung, wenn das alles digital laufen könnte, wer sich darum kümmert?
Ja, da arbeiten wir mit der Stadt Bad Schmiedeberg zusammen und da haben wir unseren IT-Spezialisten und mit dem arbeiten wir richtig gut zusammen, mit dem Herrn Kröber. Und der hilft uns da auch jetzt beim Aussuchen der digitalen Geräte, ja, diese Tablets, die die Kinder bekommen sollen und auch, dass jede Klasse sozusagen, wenigstens, dass wir 20 Stück haben und dass jede Klasse damit arbeiten kann. Also da muss ich sagen, da bin ich sehr zufrieden, das klappt. Michael, habt ihr eine gute Lösung bei euch gefunden? Das finde ich auch ganz gut, dass da die Stadt ein bisschen hinterherhakt, weil wenn jetzt sich noch die Lehrerin drum kümmern sollten, die müssen schon Verwaltungsaufgaben und sowas alles erledigen. Das ist eigentlich nicht ihr Job. Also das ist schon wichtig, dass sie da auch kräftige Unterstützung bekommen. Aber das ist nämlich nicht ihr Job, sich um solche Sachen zu kümmern, sondern sie sind dafür da, Kinder zu unterrichten. Deshalb steht bei uns auch im Wahlprogramm ein wichtiger Punkt, nämlich die Ausstattung der Schulen mit zusätzlichem Personal, zum Beispiel für Verwaltungsaufgaben, aber auch vor allen Dingen für die Betreuung von digitalen Fragen, sowohl für die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für die Endgeräte. Bei uns nennt sich das Digitalmentoren an den Schulen. Manchmal, gerade so bei kleinen Grundschulen, kann man darüber nachdenken, die vielleicht ein Stück zu teilen, also dass man einen hat, der für mehrere Schulen zuständig sind. Aber wir hoffen dadurch, Lehrerinnen und Lehrer auch zu entlasten. Frau Müller, ist das so ein Ansatz, um einfach Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich ein Stück auch in ihrer Arbeit zu entlasten? Gerade in so kleinen Schulen kommt es ja wirklich auf jede Stunde an, die eine Lehrerin, ein Lehrer auch für den Unterricht investieren kann, oder? Auf alle Fälle. Ich hatte mal gesagt, ich bin eigentlich Lehrerin geworden von Herzen her. Aber im Moment denke ich mir manchmal auch durch diese ganze Lage, es ist kaum möglich, den Unterricht so darzustellen und darzulegen, dass man sagt, hey, das war heute die super, super Stunde. Zum Beispiel, man hat jetzt im Bund eben gesagt, am Freitag oder Donnerstag, ja, das ist sozusagen dieses neue Gesetz, dieses Infektionsschutzgesetz. Ja, man unterschreibt dort und man sagt sich, okay, ja, yeah, und so weiter, das machen wir jetzt. Am Freitagvormittag bekomme ich eine Mail in die Schule, ab Montag Wechselunterricht. Ich sage immer, vielleicht sollte man einfach mal Grundschullehrer, Schulleiter aus Gymnasium, Sekundarschulbereich, Förderschulbereich, Berufsschule einfach in ein Boot einpacken und sagen, bevor ich jetzt irgendwas veröffentliche, woran muss ich denken? Wollen wir uns nichts vormachen? Ich kann Montag schicke ich schicke am Freitag Nachmittag eine Mail. Ich war lange in der Schule. Ich teile die Kinder ein in eine AB-Gruppe, weil ich bin ja gleichzeitig Klassenlehrer und Schulleiter. Ja? Ich teile die Kinder ein. Die Eltern müssten eigentlich sofort informiert werden, weil die müssen vielleicht für Montag die Kinder, die zu Hause bleiben, ihren Arbeitgeber informieren. Und als Arbeitnehmer wissen wir, in der Grundschule ist das sicherlich nicht so einfach. Ja, dann muss natürlich der Wechselunterricht vorbereitet werden. Ich muss meine Lehrer neu einplanen, weil ich kann Dienstag in der fünften Stunde Musik haben und Mittwoch in der fünften Stunde gestalten. Das geht nicht, wenn ich AB-Gruppen habe. Die müssen den gleichen Unterricht haben. Manchmal denke ich mir, ja, ist alles gut und schön. Der Schulleiter bekommt jetzt so die wahnsinnige Aufgabe und jetzt machen wir. Und dann noch frisch, fröhlich, munter, hey, liebe Kinder, heute machen wir das und das in den Unterricht reingehen. Es passiert mir zu viel, dass ich durch die Medien informiert werde. Wieso kommt nicht erst eine Mail zu mir und dann, Sie haben jetzt 2, 3 Tage Zeit, denken Sie in Ruhe drüber nach. Bei uns hat am Freitag in der Grundschule echt der Bär gesteppt. Gott sei Dank hat der Landkreis Wittenberg aufgrund der Infektionszahlen noch gewartet. Die waren einmal unter 100, dass man gesagt hat, man wartet bis zum 27.04. Das war jetzt so ein bisschen mein Glück. Aber da hängt ein Bürokratismus dran, ja. Und nebenbei ruft der an, nebenbei möchte derjenige die Statistik. Heute mussten wir die Fahrschüler, nächste Woche müssen die Fahrschüler gemeldet werden. Das habe ich heute auch noch alles kontrolliert und gemacht. Die Sekretärin hilft mir, keine Frage. Aber da sage ich mir manchmal, bitte, Liebe, fragt auch erstmal noch der Lehrer, bevor wir sowas rausgeben, an was muss man jetzt noch denken? Wie viel Zeit braucht ihr? Das würde ich mir einfach mal wünschen, dass man da noch mal sagt, hey, wir gehen jetzt an die Basis und fragen den Lehrer, den es betrifft. Also quasi eine andere Form von Kommunikation, so dass man auch sagen kann, wie kann was umgesetzt werden und vor allen Dingen auch, dass man Fristen hat oder längere Zeiträume hat, damit man es überhaupt gut umsetzen kann. Ist das so im Wesentlichen der Punkt zu sagen, Schule braucht Planbarkeit bei allen Verrücktheiten, die Corona immer für uns bereithält?
ich sag mal so, Schule braucht Planbarkeit, aber besonders in der Grundschule. Ab Klasse 5 oder ab Klasse 6 oder ab Klasse 7, sagen wir mal so, kann ich vielleicht sagen, hey Kinder, ihr bleibt jetzt zu Hause, ihr lernt morgen zu Hause, Mama und Papa gehen arbeiten. Aber in der Grundschule ist das nicht möglich. Und ich habe zum Beispiel einen Elternteil, der tut mir jedes Mal leid, einen Papa, der ist alleinerziehend, der hat ein Kind in der ersten Klasse und in der zweiten Klasse. Und das muss man sich mal vorstellen, was das für ihn für einen Aufwand bedeutet, für nächste Woche alles zu, oder für diese Woche zu organisieren, weil seine Kinder Montag, Mittwoch und Freitag in die Schule gehen. Ja, und in der anderen Woche dann auch wieder. Geschwisterkinder teilen wir dann auch ein, dass sie an einem Tag kommen, ja. Manchmal rufe ich auch die Eltern an und sage, ich habe Zwillinge in meiner Klasse und sage, hey, Mutti, wie willst du es lieber haben? B-Gruppe oder A-Gruppe? Und das sind für mich so logistische Sachen, ja, wo ich dann sage, könnte man da nicht ein bisschen Vorlauf oder dass ich nicht im Radio Brocken oder auf SAW oder auf Jump früh höre, was eigentlich am nächsten Tag los ist und ich bin noch nicht mal offiziell mit einer Mail informiert worden. Und ich denke, da spreche ich ganz viel aus Herzblut von allen Schulleitern. Ich meine, die Schulämter, auch unser Verwaltungsamt in Dessau gibt sich da wahnsinnig Mühe, uns zu unterstützen. Da können wir immer mit Fragen kommen. Aber da muss es vielleicht vom Ministerium in Magdeburg eindeutig kommen, so, wir machen das, aber ich habe 3 Tage Zeit. Und dann kann ich das in der Grundschule planen. Ja? Die Kindergärten haben eigentlich in dem Punkt zu weit offen, auch Notbetreuung. Klasse, die oberen Klassen, Gymnasium, kann ich auch locker mein Kind wahrscheinlich zu Hause lassen. Aber nicht in der Grundschule. Und da hängt einfach zu viel dran. Ich sag, den Punkt kann ich absolut verstehen. Michael, was glaubst du, wenn wir jetzt auch so nach vorn gucken, hoffentlich ja haben wir Corona bald auch hinter uns. Was glaubst du, was wir in der Bildungspolitik in den nächsten 5 Jahren in Sachsen-Anhalt ändern müssen? Oh, gleich in den nächsten 5 Jahren. Gut. Also ich hoffe ja erstmal, dass wir dieses Schuljahr gut zu Ende bringen, egal mit welchen Regeln, und dass wir vielleicht nächstes Schuljahr wieder mal ganz normal starten können. Dann brauchen wir natürlich mehr Personal, wie wir vorhin schon gesagt haben. Die Ausstattung muss sich verbessern. Digitale Endgeräte hatten wir schon erwähnt. Ja, das Einstellungsmanagement müsste sich ja auch verbessern. Also sind ja grundlegende Dinge im ganzen Schulsystem, die wir verändern müssten, wo ich denke, mit der derzeitigen Regierung ist das so nicht möglich. Und wenn ich jetzt gerade wieder Herrn Dullner höre, der ja jetzt wieder die Versetzungsordnung ändern möchte oder so, wo dann praktisch nicht mehr in der 9. Klasse entschieden wird, sondern in der 6. über die Zukunft unserer Kinder. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich war in der 6. Klasse noch nicht so bereit zu lernen wie dann später. Ja? Und da würde man ja den Kindern eigentlich ihre Zukunft verbauen. Ich weiß auch nicht, Frau Müller, Sie müsste ja dann die Schulübergangsempfehlung noch genauer überlegen, weil jetzt ist es ja eine Empfehlung und ich habe gehört, es soll ja zur Pflicht werden. Denn dann wäre ja praktisch jetzt die Schule dafür verantwortlich, wie es mit den Kindern weitergeht. Oder bin ich da verkehrt informiert? Zur Pflicht wird es jetzt nicht, aber ich muss mal sagen, ich habe jetzt eine 4. Klasse, ich gebe meine 4. Klasse ab. Und da muss ich sagen, ich musste ja zum Dezember, Weihnachtsferien, habe ich Beurteilung geschrieben. Und wenn man immer sieht, dass die Kinder da eigentlich erst 9 Jahre alt sind, ist es schwer, dass ich die richtige Entscheidung treffe, Gymnasium oder Sekundarschulbereich. Eine sehr, sehr schwerwiegende Sache. Gott sei Dank, es ist noch so, dass wir die Empfehlung geben. Und ich berate die Eltern und eigentlich denke ich, habe ich sie gut beraten. Aber vielleicht sollte man auch in dieser Hinsicht überlegen, nicht noch eine gewisse Zeit gemeinsam zu lernen. Man reißt sie nach 4 Jahren schon auseinander und mir tut es jetzt schon ganz schön im Herzen leid, wenn ich meine 4. Klasse abgebe. Ich meine, ich freue mich schon auf meine 16 neue kleinen Erstklässler, die ich auch schon kennengelernt habe. Aber es tut vom Herzen ja ganz schön weh, sie wegzugeben. Und da bin ich immer mit Herzblut dabei, aber
müssen wir mal gucken. Aber das nach oben vielleicht so ein bisschen zu revidieren, wäre auch ganz gut. Und für mich ganz wichtig, auch in den nächsten 5 Jahren unbedingt an dieser Einstellungsproblematik arbeiten mit den Lehrern. Und das ist für mich das A und O, dass die Lehrer in Sachsen-Anhalt arbeiten können, dass man vielleicht wieder sagt, man hat mal eine Stunde Zeit für die Kinder. Man kann Förderunterricht machen. Im Moment kann ich das auch nicht, weil ich keine Stunde dafür habe. Ja, weil wir bloß unterbesetzt arbeiten. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass ich dann sagen kann, je, ich nehme mir 3 Kinder, die das schriftliche Multiplizieren heute nicht verstanden haben oder das Dividieren mit so einem kleinen langen Schwänzchen, was wahnsinnig schwer ist, ja. Ansonsten, ja, das würde ich mir so ein bisschen wünschen. Also, ich will nochmal auf zwei Sachen eingehen. Das eine ist, was du, Michael, angesprochen hast, die Versetzungsverordnung. Ist tatsächlich so, dass das Bildungsministerium gerade überlegt, wie entschieden wird, ob an den Sekundarschulen Kinder den Hauptschulabschluss anstreben können oder den Realschulabschluss. Und das soll tatsächlich in der 6. Klasse passieren. Und die Noten, die dafür notwendig sind, um den Realschulabschluss zu erreichen, sollen um 1 Note abgesenkt werden. Und das nach 1 Jahr Corona-Unterricht. Ich finde, das ist ein unglaublicher Schlag ins Gesicht für Schülerinnen und Schüler und auch für Eltern, die sich 1 Jahr bemüht haben, Schule zu Hause gut hinzubekommen. Und alle, die sich angestrengt haben, würden dann gezeigt kriegen, es reicht aber trotzdem nicht. Ich finde, das ist das total falsche Signal und bedeutet für die Kinder tatsächlich eine Entscheidung für ihren Lebensweg. Denn mit Hauptschulabschluss, Abgang 9. Klasse, ist die Frage, welche Ausbildungsberufe man dann noch anstreben kann. Unsere Antwort als SPD ist an der Stelle ganz klar und sie heißt Gemeinschaftsschule. Schulabschlüsse an einer Schule, egal ob Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Abitur, und zwar nach der Leistungsfähigkeit des Kindes, mit viel Unterstützung und mit der Möglichkeit, möglichst spät zu entscheiden, welcher Abschluss tatsächlich erreicht werden kann. Und ich glaube, auch für den Bereich Wittenberg-Jessen ist es wichtig, weil dadurch auch Abitur erreichbar ist, ohne lange Fahrtwege, wenn Schulen denn in die Gemeinschaftsschule aufgehen wollen. Und eins ist auch wichtig, es gibt zumindest Gerüchte, dass in diesem Zusammenhang die Schullaufbahnempfehlung wieder verpflichtend eingeführt werden soll. Ein Fakt, der sich in der Vergangenheit nicht bewährt hat, weil Eltern sich auch gegen die verpflichtende Empfehlung entschieden haben, weil sie immer für ihre Kinder das Beste wollen. Der Grundsatz, euch soll es besser gehen, der gilt für die heutige Elterngeneration genauso wie vor 20 Jahren. Und das ist für viele das Gymnasium, das Abitur. Und deshalb wird dieser Weg oft gewählt, auch wenn vielleicht eine Gemeinschaftsschule der bessere Weg wäre. Ich glaube, eine Empfehlung, so wie Frau Müller das gesagt hat, mit viel Beratung der Eltern ist da der richtige Weg, um Kindern einfach da das zu weiten. Und ich glaube, das kriegt man auch hin. Und natürlich, wir müssen mehr Lehrerinnen und Lehrer einstellen, ohne Frage. Aber Frau Müller, meine Gemeinschaftsschule geht für die Grundschule nicht, aber was halten Sie denn vom Konzept der Ganztagsschule, um halt auch mehr Zeit zu haben für Schülerinnen und Schüler? Das Konzept finde ich gut. Das erinnert mich an meine Schulzeit. Ich bin durch diese 10-Klasse DDR-Schulsystem noch gegangen. Wir haben uns in der 10. Klasse erst alle getrennt. Eine wunderschöne Schulzeit, wo ich immer noch gern zurückdenke, wo wir uns Nachmittag getroffen haben und viel unternommen haben, auch innerhalb der Schule. Finde ich gut, sehr gute Ansätze. Aber ich sage gleich wieder Personal. Ja, das Personal, das da sein muss. Wir hatten früher verschiedene Arbeitsgemeinschaften an unserer Schule angeboten. Im Moment kann ich 2 anbieten. Ja, das ist die Theater-AG, die pädagogische Mitarbeiterin macht. Und mein Chor fällt jetzt natürlich durch Corona auch weg. Aber mit Personal sicherlich super möglich, dass die Kinder bis Nachmittag gut beaufsichtigt sind und Unterstützung bekommen. Michael, was meinst du für den Bereich Jessen? Also für deinen Wahlkreis, Ganztags- und Gemeinschaftsschule, wäre das eine Perspektive? Ja, das sehe ich schon so, weil gerade wenn man auch den ganzen Tag miteinander verbringt, die sozialen Bindungen ist ja ganz anders, als wenn man sich vormittags sieht in der Schule, dann geht jeder seine Wege, so findet man zueinander und keiner bleibt auf der Strecke. Das ist ja eigentlich auch ein Ziel, was wir haben. Ja, niemanden zurücklassen, egal in welchem Schulsystem oder in welcher Schulart. Und ja, ich würde es großartig finden. Und im Wahlkreis 25, ich glaube, ich kann jetzt nicht mal die neue Zahl sagen, aber ich glaube, wir haben hier
23, 24 Schulen insgesamt. Also mit anderen Worten, da bleibt aber noch eine Menge zu tun, um auch für diese Sachen halt zu werben. Ganztagsschule, wie gesagt, braucht mehr Personal, ohne Frage. Deswegen bin ich ganz froh, dass das Land mittlerweile auch pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder einstellt und das kein Auslaufmodell ist, so war es mal ursprünglich geplant, sondern dass wir erkannt haben, wir brauchen diese Menschen zusätzlich an den Schulen, damit Schule gut funktionieren kann. Frau Müller, Sie haben jetzt quasi hier im Gespräch den Michael Seidel als Wahlkreiskandidat. Neben der Frage, wir müssen mehr Lehrerinnen und Lehrer einstellen, was geben Sie ihm denn mit, wenn er in den Landtag gewählt wird? Dass er sich ganz doll für die Bildung einsetzt, die Bildung, die sich entwickeln muss. Ich sage immer, es hört sich vielleicht abgedroschen an, aber die Kinder sind unsere Zukunft. Und das ist für mich das A und O und das Wichtigste. Weil was wir jetzt verpassen, das haben irgendwann in 20, 30, 40 Jahren, werden wir das merken, dass das nicht gut war. Und vielleicht sollte man wirklich 1 Euro manchmal hier mehr reinstecken, dass die Kinder sich wohlfühlen, dass sie in den Schulen sich wohlfühlen, dass man sie unterstützt, dass man sie fördert. Und dass man dann natürlich auch sieht, dass man ganz sozial schwache Kinder auch in dem Moment fördert. Und das würde ich mir wünschen, diese, also für mich dann im Landtag eines Tages die Bildungspolitik und dass das wichtigste Gut ist, sind unsere Kinder. Das kann ich immer wieder nur sagen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und wenn wir jetzt da nicht aufpassen und Stunden in Deutsch kürzen und Stunden auch in Musik kürzen oder Gestalten nicht mehr geben oder Kunst, irgendwann können sich die Kinder da manchmal nicht mehr entfalten, was vielleicht irgendeine Richtung wäre, die sie später eingeschlagen hätten. Und wenn es der Fliesenleger ist, ganz wichtiges Thema, den ich auch brauche, ja, oder einen Malermeister oder einen Maler. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir können nicht nur von Hochschulstudenten und von tollen Leuten und, sondern es gibt ganz viele tolle Leute, die so eine Berufe machen und die wir brauchen. Und machen wir uns nichts vor, suchen wir heute einen Handwerker, ist es schon ein Riesenproblem. Und auch sowas muss alles gefördert werden. Deswegen ist für mich die Bildung das A und O, um das mit in diesen Landtag hineinzunehmen. Danke. Ich gebe Ihnen absolut recht, Frau Müller. Ich sage immer, wir brauchen auch gute Mediziner, wir brauchen auch gute Bäcker. Weil nämlich ohne das eine wie ohne das andere funktioniert Gesellschaft nicht. Michael, du hast jetzt Aufgaben mitgekriegt, Bildungspolitik im Landtag. Wollen wir das zusammen machen in der nächsten Legislatur? Na, aber sehr gerne doch. Also, wie Frau Müller schon gesagt hat, ja, das ist das wichtigste Gut unserer Kinder und die müssen wir anständig erziehen, bilden und dann haben wir einen Grundstein auch für eine anständige Gesellschaft. Sind wir schon am Ende einer ganz lebhaften Diskussion, eines lebhaften Gesprächs über einen so wichtigen Bereich wie Bildung. Für alle, die zugeschaut haben und aus dem Bereich Jessen kommen, Michael Seidel, verankert vor Ort, weiß, was den Menschen auf den Nähten brennt und was man auch anpacken kann, einfach auch aus seiner kommunalpolitischen Erfahrung. Und sein Hang oder sein Draht zur Bildungspolitik, den haben Sie hier gesehen. Und ich glaube, der ist auch wirklich belastbar und könnte im Land einiges positiv anstoßen. Also, wenn Sie überlegen, wen Sie am 6.6. bei der Landtagswahl ankreuzen können, ich würde sagen, Michael Seidel wäre eine gute Wahl. Und die SPD als Zweitstimme auf jeden Fall auch. Ich danke hier für das schöne Gespräch und für alle diejenigen, die Lust bekommen haben, noch andere Formate im Klartext-Format sich anzuschauen. Die seien hingewiesen auf morgen Abend. Dort spreche ich mit Ralf Stegner, mal kein Kandidat für die Landtagswahl, zum Thema Rechtsextremismus. Und dann geht es die Woche noch weiter mit anderen Kandidierenden zur Landtagswahl. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder die andere wieder einschaltet und zuschaut und wir auf jeden Fall auch noch mal weiter ins Gespräch kommen, hoffentlich nach Corona ohne Bildschirm dazwischen. Vielen Dank.